Dann ist der Wissende rund um das Thema Nachhaltigkeit bei der Fertigung mit Werkzeugmaschinen. Jawohl. Ich drücke es mal mit meiner schwäbischen Landessprache aus. Muss ich beim Betreiben der Werkzeugmaschine Strom sparen? Muss ich auf den elektrischen Energieverbrauch achten? Spare, 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 Andreas, natürlich. Das muss man nicht sagen. Das muss man nicht erklären. Das habe ich, in den Genen, genau. Genau. Bei unseren Energiekosten natürlich muss man darauf achten, dass die Maschine so sparsam wie möglich funktioniert. Und man muss auch bedenken, dass der Verbrauch der elektrischen Energie auf den CO2-Fußabdruck Einfluss hat, den wir für die Maschinen angeben müssen. Aber sag mal, hat sich da was in der Gesetzeslage geändert? Gibt es da eine Verbindlichkeit zwischenzeitlich? Seit diesem Jahr gibt es im Rahmen vom Green Deal die sogenannte Eco Design for Sustainable Products Regulation. Die schreibt vor, dass die Firmen, die ein Produkt oder eine Ware in Verkehr bringen, den digitalen Produktpass mitgeben müssen. Und dieser wird verpflichtend sicherlich auch den CO2-Fußabdruck beinhalten müssen. Eco Design for Sustainable Product Gaps, du, das hast du auswendig gelernt. Ja, ab 300. Mal weiß man es. Ist interessant. Aber jetzt mal die spannende Frage. Wo wird denn eigentlich die meiste Energie, wenn ich das so ausdrücken darf, in der Werkzeugmaschine verbraten? Ist es eigentlich der Zersparenprozess? Nein, tatsächlich nicht. Der Zersparenprozess stellt eher die Mindermenge dar. Die Hauptenergie wird in den Nebenaggregaten verbraten, wie du so schön gesagt hast. Genau. Bis zu 80% für Späneförderer, diverse Kühlaggregate, dort geht die Energie verloren. Also gerade das Thema hier Späneförderer, aber auch die Druckluft ist auch ganz, ganz fies. Ja, Ganz fies. Aber was sind denn die grundsätzlichen Hebel, wenn ich jetzt auf den Energieverbrauch achten muss? Ja, Nebenaggregate, fangen wir damit an. Ne? Diese Nebenaggregate sollten nur dann laufen, wenn sie auch wirklich gebraucht werden. Das heißt, in dem Moment, wo die Maschine weniger Leistung fordert oder sogar im Stillstand ist, dann müssen diese Aggregate runtergefahren werden oder wenigstens reduziert werden. Das hat massiv Einfluss auf den gesamten Energieverbrauch dieser Anlage. Aber natürlich kann man auch versuchen, diese Nebenzeiten zu verkürzen. Wenn ich irgendwo Lücken in meinem Teileprogramm habe, die Maschine auf irgendwas wartet, all das sind Momente, wo die Nebenaggregate auf hoher Leistung weiterlaufen, obwohl die Maschine nicht produktiv ist. Das gilt es zu reduzieren, einzuschränken. Also weniger Zahnlücken, also weniger Energieverbrauch der Nebenaggregate. Genau so ist es. Ja. Aber ja, natürlich auch im Zerspannungsprozess hat man die eine oder andere Möglichkeit noch dazu. Das sollte man auch keinesfalls außer Acht lassen. Aber hast du mal ein Beispiel für die Energieeinsparung bei den Nebenaggregaten? Ja, dort haben wir unsere Energieprofile, die Synumeric Control E-Profile, Control Energy Profile. Mit denen kann man Nebenaggregate in den Schlaf schicken, also quasi so lange runterfahren, bis sie wieder gebraucht werden. Das ermöglichen die Profile, die sind individuell einstellbar, je nachdem, was der Endkunde, der Teilefertiger gerade braucht für seine Maschine, kann man das dort hinterlegen in den Energieprofilen. Das ist so goldig Hibernating, das ist wirklich das Wort vom Winterschlaf. Da kannst du wirklich in Nebenaggregate im Winterschlaf versetzen. Aber kann man das auch mal quantifizieren, was sich da dahinter verbirgt? So ein spannendes Thema. Ne? Wir haben ja auch Fabriken, und unter anderem eine, die Motoren herstellt. Dort setzen wir auch Werkzeugmaschinen ein. Und unter Anwendung der Profile haben wir es dort geschafft, bis zu 12% der Gesamtenergie einzusparen. Das ist ganz interessant, wenn man sieht, die eine Messzeit ist 300 Stunden, das andere 525 Stunden. Und da konnten wir wirklich die Gesamtenergieverbrauch der Werkzeugmaschine um 12% reduzieren. Gesamtverbrauch. Das ist natürlich ordentlich, ne? Riesiger Ansatz an der Stelle. Aber hast du auch ein Beispiel für die Reduzierung der Nebenzeiten? Ja, Transparenz ist das A und O oder das OEE. Die Gesamtanlageeffektivität muss man sich anschauen. Dafür haben wir Analyze My Performance OEE, wo man sich auf eine Maschine bezogen und auf einen Maschinenverbund bezogen anschauen kann. Wie ist denn die Wirkung in der Kette? Habe ich Lücken drin? Wartet das eine auf das andere? Habe ich irgendwo Verschwendung? Diese Transparenz kommt dort rein. Und Transparenz ist die Grundlage für jede Optimierung. Also mit einfachen Worten ausgedrückt, wenn ich eine Bottleneck-Maschine habe, die fünf andere ausbremst, ne, laufen deren Nebenaggregate. Das geht richtig in die Energie. Das ist ja spannend. Aber hast du noch ein Beispiel für die Reduzierung im Sparen, wenn ich das so ausdrücken darf? Unter anderem Adaptive Control im Rahmen von Optimize My Machining. Dort haben wir auch nachweisbar die Einsparung von 6%, Zykluszeitreduzierung und damit auch Nachhaltigkeitsförderung sozusagen. Also das heißt auch wieder hier, dreht sich wieder um die Nebenaggregate, weniger Zerspannungszeit, weniger Energieverbrauch der Nebenaggregate. Ist hochspannend. Ne? Ja. Aber das ist doch relativ viel, das wir hier zusammentragen. Kann man das irgendwo auch nachlesen? Gibt es so ein aggregiertes Thema?
Wir haben die Control-E-Checkliste. In dieser Checkliste ist so ein gewisser roter Faden zu sehen. Was kann man alles machen in der Werkzeugmaschine? Das ist verwiesen auf die Produkte, die wir anzeigen in dem Rahmen, um den Energieverbrauch zu optimieren. Gut, wenn jemand weitere Informationen braucht, hier CNC4U, das ist unsere Webseite für die Maschinenanwenderinnen und Anwender. Gibt es übrigens einen schönen Zeitungsartikel, es gibt auch schöne Bilder von unserem Werk in Bad Neustadt. Und da kann man auch diese Checkliste herunterladen. Aber wie gesagt, wir können auch Ihnen gerne ein Loch in den Bauch fragen. Er stellt für alle Fragen nach. Genau. Ich bin hier um die Ecke, also einfach zu mir kommen. Dankeschön. Danke.